Ziemlich cool kann man auch sein, wenn man einem uralten Beruf nachgeht, zum Beispiel dem Handwerk des Webens. Dass gewebte Mode aber hip und exklusiv sein kann und nebenbei auch ziemlich teuer, das beweist diese Frau. Diese Kleidungsstücke sind handgewebt. Erschaffen wurden sie von Maike Schambach. Die Hamburgerin gehört zu den etwa 50 Handwebmeistern, die es in Deutschland noch gibt. Es sind ja im Prinzip alle Stücke von mir sehr individuell. Entweder ja, fertige ich nach Kundenwünschen an oder ich lasse mir selbst eben was einfallen, was eben besonders ist, was die Industrie eben nicht bietet. Die Manufaktur besteht seit 10 Jahren. Vom ersten Faden bis zum fertigen Stück, alles Handarbeit. Die Kunden wissen diese Qualität zu schätzen. Seit 3 Jahren kauft Antje Eggers bei ihr ein. Diesen Kaschmir-Blazer hat die 67-Jährige vor 8 Wochen in Auftrag gegeben. Kostenpunkt? Rund 1.400 Euro. Ich muss ganz ehrlich sagen, zu Anfang war ich sehr skeptisch, denn Weberei hat immer irgendetwas mit, ja, Altherkömmlichem zu tun. Und ich war fasziniert von dem, was man alles aus gewebten Stoffen herstellen kann. Auch diese 900 € teure Lederhandtasche. Auch die hat sich Antje Eggers von Maike Schambach per Hand weben lassen. Wenn ich eben am Webstuhl sitze und den Stoff webe, denke ich auch immer an denjenigen und gucke, dass das tatsächlich auch passt. Und letzten Endes, wenn es dann fertig ist, ja, fällt es mir manchmal auch sehr schwer, das Stück denn aus den Händen zu geben, weil so viele Stunden Arbeit dranhängen und Herzblut. Alle Kleidungsstücke und Accessoires fertigt Maike Schambach nach uralter Tradition. Ihr Arbeitsgerät ist ein 100 Jahre alter Webstuhl. Für die Herstellung von 1 Meter Stoff braucht sie einen ganzen Tag. Neben Kaschmir, Wolle und Seide verarbeitet die 46-Jährige auch Leder, Federn, Pelze und Perlen. In mühevoller Kleinstarbeit verwebt sie diese Materialien am Webstuhl mit anderen Stoffen. Für sie ein Traumberuf. Der Wunsch entstand eigentlich in frühen Kindertagen. Ich bin mit meiner Oma damals immer in eine alte Weberei gegangen, wo 4 alte Webstühle standen, an denen Frauen saßen und die da gewebt haben. Und mir hat die Atmosphäre immer gut gefallen. Ich fand das da toll und durfte auf den Webstühlen da mal mitsitzen. Und ja, und irgendwie so diese Gerüche und die Geräusche, die haben mich damals fasziniert. Zum Service von Maike Schambach gehört der persönliche Kundenbesuch. Heute stehen 2 Termine an. Der erste findet in einem Hamburger Nobelhotel statt. Hier trifft sie das Stuttgarter Plus-Size-Model Alexandra Ehlert. Hallo, Hi. Alexandra. Na, wie war der Flug? Gut, schön ruhig. Komm rein. Toll, dass du es einrichten konntest. Ich habe ihr vor 3 Tagen angerufen, gesagt, du, Hilfe, ich komme nach Hamburg, ich brauche noch was. Mach was. Und da kann man sich in voll und ganz in Maikes Hände begeben. Das musste schnell gehen. Ich habe eine kleine Nachtschicht eingelegt und insofern bin ich gespannt, ob es ihr gefällt, ob das jetzt so das Richtige ist für ihre nächste Veranstaltung. So, also schwarz ist es geworden, mit Federn Supi, ist es supi. geworden. Schwarz geht immer. Und ein bisschen Glitzer habe ich mit reingewebt. Sehr toll. So, dann kannst du dir die hier um die Schulter legen und je nach Ausschnitt locker fallen Ja, lassen gut. oder. Die ist super schön geworden. Gefällt's dir? Ja, die ist echt traumhaft. Und vor allem, sie hat genau die richtige Form, die richtige Länge. Ich kann sie auch Kannst du auch einseitig, tragen, genau. Wenn du willst? Passend zur Federstola bekommt die 39-jährige Stammkundin noch ein handgewebtes Abendtäschchen überreicht. Perfekt. Hey, Handy und Schlüssel, mehr muss nicht rein. Ein paar Visitenkarten und gut. Du bist ein Schatz. Ich sehe es als absoluten Luxus, weil ich weiß, das hat außer mir niemand auf dieser Welt. Die 2 Teile habe ich wahrscheinlich die nächsten 20, 30 Jahre und werde sie immer wieder rausziehen. Und wenn ich mir überlege, eine Designerhandtasche, die kostet auch um die 1000 Euro, also ungefähr dasselbe wie hier. Und damit sehe ich aber jetzt, wenn ich hier in Hamburg über die Straßen laufe, mindestens 3 Frauen, die dieselbe tragen. Haute Couture hat allerdings ihren Preis. Kleidungsstücke kosten bis zu 5.000 Euro. Die Kundenbesuche sind da natürlich mit dabei. Und die führen Maike durch ganz Deutschland. Einige Kunden, die auch von außerhalb kommen und eben wenig Zeit haben,
das sehr gerne in Anspruch nehme, ne? Wenn ich sage, ich liefere auch, ich bringe es hin oder mache sogar auch die Anprobe vor Ort oder nehme Maß vor Ort. Ich brauche diesen ganz engen Kontakt. Ich muss ja erspüren oder muss ja erfragen, worauf es Ihnen ankommt, wenn wir etwas anfertigen. Ihr zweiter Termin führt Maike Schambach nach Travemünde. Auf einem Golfplatz trifft sie ihren Stammkunden Herbert Sachers. Der selbstständige Kaufmann bekommt heute sein neues Sakko überreicht. Hallo Herbert. Hallo Maike. Vielen Dank, dass du dir den weiten Weg gemacht hast. Sehr gerne. Um mir mein schönes Sakko zu bringen. Ich freue mich sehr, dass ich meinen Lieblingssport deswegen nicht unterbrechen musste. Und bei einem so hochwertigen Produkt kann man es ja auch erwarten, dass sich jemand so weit bewegt. Das Sakko hat Maike Schambach aus feiner Merino-Wolle gewebt. 6 Wochen war sie mit der Fertigung beschäftigt. Sollte das gute Stück nicht passen, Änderungen sind natürlich kostenlos. Mal gucken, ob es auch passt. Ja, erstmal möchte ich mal das Futter sehen. Schön schrill, ne? Ja. Aber passt richtig, irgendwie, ne? Ja. Ich glaube, es passt schon. Ja. Ja. Rund 1.500 Euro lässt er sich das kosten. Ich trage halt gerne extravagante Sachen und lege auf Wert drauf, dass es speziell für mich angefertigt wird. Und auf die Art und Weise kann ich auch sicher sein, dass der Nachbar nicht auch noch damit rumläuft. Und ist die persönliche Widmung auch wieder drin? Na, dann guck mal. Ah ja, special for me. Zufriedene Stammkunden sind die beste Visitenkarte für Maikes Handwerkskunst. Also wenn ich jetzt so die 10 Jahre zurückblicke, bin ich eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ich so geschaffen habe. Ich liebe meine Arbeit. Ihr persönlicher Luxus, diese Liebe zum Beruf zu haben und sich auf jeden Tag an diesem besonderen Arbeitsplatz zu freuen.